schönen guten Abend. Freitagabend hier im ZDF. Lanz kocht. Und heute, muss ich sagen, bin ich ein bisschen aufgeregt und ich freue mich. Denn auf dem Niveau haben wir, glaube ich, noch nie gekocht. Haute Cuisine ist das Thema heute. Heute wollen unsere Herrschaften mal zeigen, was sie wirklich drauf haben. Und ich vermute, der ein oder andere ist nervös. Zumindest haben sie das bereits vor der Sendung ansatzweise erkennen lassen. Zunächst mal freuen wir uns, dass Sie da sind und begrüßen sehr, sehr herzlich aus München Alfons Schubeck. Wir freuen uns auf Kolja Kleberg, Nelson Müller, Johann Lafer und Mario Kotaska. Bist du nervös? Wenn ich die immer mal. Oh, meiner zwirrt hier. Ja? Ja. Sehr gut. Moin. Für die Damen. Ja, natürlich. Johann, alles gut? Ja, heute geht's mal um alles. Mario, moin. Heute geht's um alles. Heute geht's um alles. Der Schubeck pfeift noch, entspannt ein Liedchen. Aber das wird dir noch vergehen, Alfons. Bist du? Was? Bist du aufgeregt heute ein bisschen? Ja, warum? Na, weil wir heute die Haute Cuisine hier, die Haute Cuisine machen. Haute Cuisine? Ja, du machst doch heute da was richtig schön. Her. Ja, da kommst du her. Gebratene Jakobsmuscheln auf Vanillespinat mit Rotweinbutter. Ja, so ein Klassiker. Ein euer Klassiker? Ja. Ja. Aber viel Arbeit, nehme ich an. Ja, es geht. Er hat viel Arbeit doch. Er hat ich sehr viel Arbeit. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das ausgesucht habe. Kolja Kleberg, ich darf mal eine kleine Anekdote erzählen, meine Damen und Herren. Kolja Kleberg sagt auf die Frage, an welcher Position bin ich denn? Auf Position 2 sagt er, ach du Scheiße. Wieso habe ich denn das gemacht? Denn es ist schwer, was du da machst. Ne? Ja, das ist auch sehr. Und deine Reaktion war sehr rustikal, aber genauso auch gemeint. Krustentier-Konsommé mit Langustino-Klößchen und Trüffel-Royal. Ja. 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 Ist viel Arbeit, ich, ne? Ja, es ist viel Arbeit, weil ich drei Sachen natürlich mir vorgenommen habe. Herrlich. Und jede der Sachen wirklich Haute Cuisine ist und viel Arbeit macht. Aber sehr viel Arbeit. Wird schon, du wird wirst schon uns heute mal zeigen, wie man so eine Konsommé... Wie man eine Konsommé klärt, genau. Wie man sie klärt. Wie man sie klärt. So, Nelson Müller hat sich auch schon mal ganz fein gemacht heute, so kenne ich dich nicht. Ja, oder? Nadelstreifen heute. Passend zum Thema, habe ich gedacht, ja. Der Herr Forrer, die Camorra, der Minister, hier waren alle wie Geschwister, alles wunderbar. Alles ja, genau. Sieht leicht mafiös aus, muss ich sagen. Ja, komm, also, ich meine, mit Italien habe ich zwar, ne, so meine... Ja, aber du bist schon Südländer in der Tiefe. Der Grund, für diese Jacke ist, die muss man einmal die Woche waschen, weil man den Dreck drauf nicht sieht. Ja, so sieht es nämlich aus, ja. Und sie macht schlank. Hallo, das hast du doch nicht nötig. Ja, weiß ich ja nicht. Nein, schau dir doch die Herrschaften an, die sind begeistert. Die sagen immer zu mir, im Fernsehen siehst du viel dicker aus. Den Satz kenne ich aber auch. Ja, das ist, weil bei uns immer die obere Hälfte abgeschnitten wird, ne? Oder die untere Hälfte wird weggenommen. Aber es ist wirklich schlimm, ne? Fernsehen macht wirklich dick. Ist halt mal so. Kann man nicht ändern. Du machst auch was ganz Feines, ne? Hummer? Hummer Thermidor mache ich. Hummer Thermidor, was ist das? Hummer Thermidor, pass auf, Hummer Thermidor mit Soße Verde. Ganz genau, richtig. Ja. Wieso sagst du nicht grüne Soße? Haute Cuisine. Haute Cuisine, verstehe. So. Um direkt auf Haute Cuisine zu kommen, die Sprache der Haute Cuisine ist Französisch. Und es ist La Sauce Verde. La Sauce Verde. Verde wäre italienisch, aber es ist Verde. Oh, bitte, jetzt hier, www.schönerklugscheißer.de. Wenn mein Essen schon nicht fertig wird, kann ich wenigstens klugscheißen. So, und da hinten haben wir, bevor wir nämlich zu Johann gleich kommen, der uns gleich zeigen wird, was man mit so einem Rehrücken macht, ganz kurz zu die Ansage von Mario Kotaska. Auch die hat es heute in sich, Mario. Vanilleblätterteigschnitte. Muss ich das jetzt auch alles französisch aussprechen? Nee, ist mir kein französisches Wort. Vanilleblätterteigschnitte mit Erdbeeren und Rahmeis. Richtig. Herrlich. Das klingt auch gut. Ja, und viel Arbeit. Ja, mal schauen, was alles dabei rauskommt. Wenn ich zeitlich gut durchkomme, versuche ich noch ein paar Erdbeeren auch zu füllen. Okay, Erdbeeren füllen auch noch? Ja, wenn wir das schaffen. Das heißt, ich möchte gerne mit weißer Schokolade füllen, dann panieren und eventuell noch ausbacken. Also als einfach noch mal so ein bisschen mehr. Ich sehe in deinen Augen die nackte Panik. Ehrlich? Ich sehe die nackte Panik. Ja. So habe ich die noch nicht erlebt. Also ich habe es schon mal gemacht, aber da hatte ich mehr Zeit. Ja, ich weiß. Das ist echt schwer, das unter Echtzeitbedingungen zu machen. So, und jetzt freuen wir uns auf Johann Lafer. Johann, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Johann macht uns... Ich mache heute
einen Klassiker eigentlich, den man natürlich kennt. Das ist Rehrücken Baden-Baden. Das ist also ein Spricht man das nicht auch anders aus? Rehrücken Baden-Baden? Ja, kann man auch sagen. Aber es ist auf jeden Fall Rehrücken mit Birne, Preiselbeeren, Pfifferlingen und eigentlich noch Spätzle. Also ja. Wir machen heute keine Spätzle, wir machen auf jeden Fall das andere, aber ganz modern in der heutigen Zeit. Ja. Anders wie sonst. Und du hast mir Handschuhe mitgebracht. Genau, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Du kannst nämlich jetzt hier mal den Rehrücken auslösen. Und zwar, das ist der Rehrücken, der besteht ja aus den Rückenfilets ja. und aus den echten Filets. Das ja. sind die richtigen Filets, die man eigentlich ja gar nicht zu kaufen bekommt, weil die meistens die Köche selber essen. Ist das wahr? Ja, wirklich. Das sind nur die beiden Scheuer. Das sind die ganz kleinen Filets hier, die beiden da. Die sind so klein. Guck mal da. Wie muss ich mir das vorstellen? Du kriegst dann so einen Rehrücken geliefert, haust dir das kurz in die Pfanne und genau. der Rest kriegt dann... So, also siehst du, das sind ganz dünne Filets. Ja. Und die werden hier einfach ausgelöst. Ja. Die werden wirklich nur vielleicht 2 Minuten in einer Pfanne gebraten mit ein bisschen Butter, Wacholder, Thymian. Und das macht die dann in der Küche so nebenbei? Das isst man so zwischendurch. Können wir das mal ganz kurz machen? Ich esse mit. Guck mal hier. Ja. Ja. Können wir, wollen wir? Ja, ja. Soll ich reinhauen? Ja, mal. Komm. Du musst da rein. Okay. So. Oh. So schön langsam anbraten, Stück Butter dazu. Schön langsam anbraten, ja, sagst ja. du so. Dann bitte Thymian reinmachen und Rosmarin. Ja, Rosmarin. Ist das hier übrigens? Bisschen, das wäre Rosmarin? Ja. Gut. Ja, so. Ja. Und Thymian auch. Bisschen Thymian noch dazu. Da braucht man natürlich zum Rehrücken. Nee, ist aber Rosmarin, nicht natürlich weniger. Bisschen weniger, drei? Leicht und dann noch Thymian noch. Okay, bisschen Thymian noch. So, reicht? So, genau. Und jetzt immer umdrehen und das Fleisch glasieren, nennt man es in der Fachsprache. Ja. So, aber hier mit der Butter übergießen. So, siehst du hier? Okay. Also schön langsam gart, saftig. Gut, saftig. Saftig. Und ich kann aber zeigen in der Zwischenzeit, wie man den Rücken auslöst. Man ja. hat also hier die beiden Stränge und schneidet erstmal hier rein. Und zwar hier hinten kann man ganz gerade runterschneiden, nur hier vorne an der Vorderseite, da an der Seite quasi. Da ist so ein leichter Vorsprung. Da sieht man hier so kleine Knöchelchen. Da muss man ein Stück nach vorne schneiden, versetzt. Mhm. Und dann hat man hier quasi die Basis, um das abzulösen. So. 2 Minuten hast du gesagt. So, das Fleisch kannst du jetzt nochmal umdrehen. Ja. Und dann kannst du es schon... Und dann könnte ich es dann selber essen oder auch servieren, meine Damen und Herren. Es liegt ganz an Ihnen. Selber essen. Nein. Wenn ich schon mal koche, dann muss ich hier auch mal ein bisschen angeben. Ich komme gleich mal vorbei, ja? Ich komme gleich mal vorbei. So. Johann, warum haben wir eigentlich Handschuhe an? Das ist einfach, ich würde mal sagen, einfach ganz klar, dass man von Seiten der Hygiene mit Handschuhen besser arbeiten kann. Man hat nachher... Aber das machst du doch sonst auch nicht. Doch, das machen wir in der Küche automatisch. Immer? Immer. Das heißt, wenn wir heute über Haute Cuisine reden, dann Handschuhe? Also wir nehmen beim Fleisch auslösen oder auch sonst immer Handschuhe. Immer. So, jetzt nehme ich hier den Brücken und werde beide Stränge erstmal anbraten. Pass auf, warte. Kannst du noch mal sagen, wer das rosa gebraten hat? Das Fleisch ist perfekt rosa gebraten. Ja. Kannst du noch mal sagen, wer es rosa gebraten hat? Das Fleisch ist perfekt rosa von Markus Lanz gebraten, ja? Hallo, jetzt hat er es aber. So, Johann, erzähl weiter. Ja, und ich brate jetzt das Fleisch an. Also ich habe jetzt die Rücken ausgelöst quasi und brate es an und werde es nachher in den Ofen geben bei 110 Grad oder 100 Grad und lasse das Fleisch ganz langsam garen mit Wacholder, Rosmarin, Thymian und Schalotten. So, wer möchte? Wer möchte? Sie möchten? Gut, bitteschön. Zart rosa gebraten, Rehrücken. Sind Sie Kochsoffer? Sollen wir es nicht? Nein. Hobby. Ja, zu Hause. Ja. Also. Mmh. Oh, ist ja widerlich. Diese Schleimerei. Aber gut, ja. Das ist das, von dem Johann sagt, kriegen normalerweise nur die Köche. Sie auch mal probieren? Wer möchte? Vegetarierin? Gibt's hier irgendwo Kochlöffel oder was sonst so? Das war jetzt aber sehr überzeugend, wirklich. Ist gut? Sehr gut, ja? Sie auch mal probieren? Sie gehören zusammen, ja? Dann dieselbe Gabel. Ja. Oh, das ist noch sehr, sehr gut hier. Gut, sehr gut. Ja? Perfekt. Das Filet vom Reh. Wunderbar. Ich gebe das mal schnell weiter. Darf ich das hier ganz kurz ablegen?
Wer möchte? Bitte schön. Hier, Gabel. Einfach weitergeben, denn ich muss jetzt zu Dr. Schubeck. Ganz dringend. Bis gleich. So, Alfons. Wie schaut's aus? Ja, nicht schlecht. Ich habe hier Spinat. Den einen habe ich ein bisschen püriert. Ja. Den anderen habe ich kurz blanchiert, weil er doch immer, sagen wir mal, so kleiner. Ja, weil das jetzt ein bisschen gröber war, dann nimmt man das Bittere ein bisschen raus. Ja. Jetzt habe ich hier ein bisschen Schalotten fein geschnitten, ein bisschen Knoblauch in Scheiben und habe ein bisschen Vanille mit reingegeben, ein bisschen Orangenabrieb, ein bisschen Zitronenabrieb. Warum ist das jetzt ein Haute Cuisine-Spinat? Weil der Klassiker, mach den Mund auf. Ist nicht heiß, geht schon. Boah. Also, es geht schon. Also, geht schon. Warum? Ja, Südtiroler kenne ich anders. Südtiroler kenne ich ein bisschen kerniger. Boah. Pass mal auf. Das war so heiß und das war Absicht. Na. Und das ist das Schlimme daran, Alfons. Na, na. Also, ich wollte deine Zunge nicht angeschwollen sehen. Ne. Ha, siehst du jetzt aber. Na, na. Hier habe ich Rotwein einreduziert. Und den tue ich jetzt dann ein bisschen mit Butter. Das ist das Klassische. Ja. Man hat dann den Rotwein so weit einreduziert, dass man es mit Butter ein bisschen binden kann. Mhm. Sagen wir mal, die Gefahr, dass die Butter gerinnt, ist da sehr groß. Man darf das nicht mehr kochen lassen, man rührt sie ein und man sagt dann... Rotweinbutter. Also, was hast du da drin alles? Hier habe ich jetzt noch gar nicht viel drin, hier habe ich jetzt nur den Rotwein einreduzieren lassen. Jetzt tue ich ein bisschen Zimt rein. Wenn du jetzt Haute Cuisine kochst, ist das dann ein besonders teurer Rotwein oder ist das... Also das ist der Rotwein, also ich habe keine Lust, meinem Körper etwas zu geben, was er nicht mag. Mhm. Ja, also werde ich nicht irgendeinen Fussel nehmen, so einen Kübel Schüttelfrost, sondern ich werde einen trinkbaren Rotwein einreduzieren, weil das muss ich mir wert sein. Wenn ich mir das nicht wert bin, dann lasse ich es bleiben. Ja? Also, und die Leute. Okay. Aber man muss ja nicht den Rotwein nehmen, den man auch hinterher dazu trinken will. Also ich gebe jetzt keinen 86er Bordeaux in die Soße, den ich dazu trinken will. Aber es soll halt, wenn ich Bordeaux trinken will, auch Bordeaux in die Soße rein. Okay, also ein anständiger. Okay. Die Rebsorte muss stimmen. Ja, weil wenn ich ein Pinot Noir trinken will, ein Burgunder, dann nehme ich auch zum Bœuf Bourguignon, nehme ich auch ein Burgunder zum Kochen. Da nehme ich jetzt kein Bordeaux zum Kochen, damit ich billig wegkomme. Es muss dieselbe Rebsorte sein. Rioja. Riesling-Sorte, Riesling-Soße braucht Riesling und da trinke ich auch Riesling dazu. Okay. Die Regel ist eigentlich einfach, aber ich muss jetzt keinen 30-Euro-Wein in die Soße kippen. Ich verstehe. Ich glaube, Alfons, wir reden gleich weiter über deine einreduzierte Rotweinsoße, aus der eine Rotwein-Buttersoße wird. Aber ich glaube, Nelson ist kurz davor zu flambieren, richtig? Ja, genau. Ich habe hier die Hummersoße aus den Hummerkarkassen, die koche ich jetzt. Ich habe die Karkassen angeschwitzt, habe ein bisschen Röstgemüse dazu gegeben, das Ganze tomatisiert und würde jetzt... Tomatisieren heißt im Grunde genommen einfach nur Tomatenmark dazu und das Tomatenmark so ein bisschen mitschwitzen. Weil wenn man das nicht macht, dann bekommt die Soße eine bittere Note. Okay. Deshalb muss es so ein bisschen mit anschwitzen und den ganzen so abgemildert Vorgang. Abgemildert werden sozusagen. Genau, nennt man tomatisieren. Tomatisieren. Und jetzt würde ich dann hier mal so eben ein bisschen Cognac drauf. Okay, dann einmal Licht runter, wenn wir können. Ja. Herrlich. Ah. Schau mal, schön. Ja. Was passiert jetzt? Alkohol raus? Genau. Also es ist halt... Oh. Das ist einiges. Da kommt noch mehr. Der macht Spaß. Ja. Ist auf jeden Fall schön warm. Ist ja auch schon September, ist ja kühl draußen. Da sind wir doch froh, dass es ein bisschen warmer klingt hier. Ja, Weißwein jetzt noch mal ein bisschen drauf, noch mal ganz bisschen reduzieren lassen. Ja. Und dann gebe ich Sahne dazu. Sieht unheimlich viel aus, ist es auch. Ja. Ja, das muss so. Also das ist wirklich, die lasse ich jetzt einmal aufkochen und dann am liebsten 20 Minuten ziehen. 20 Minuten ziehen? Ja, ziehen lassen, wirklich nur noch. Und ein bisschen, mach ein bisschen Sternanis rein, Limone, Salz, Pfeffer abschmecken. Und dann musst du gleich mal probieren. Okay. Mhm. Guck mal, sehr gerne. Zwischendurch. Genau. Wir klären hier die Consommé. Genau. Das ist jetzt sozusagen der Zwischenschritt. Genau. Consommé, sind wir wieder beim Französischen, heißt wörtlich vollendet. So, weil con, die lateinische Zusammenstellung con, zusammen, summieren, zusammensummieren, im übertragenen Sinn vollendet. Wir starten erstmal bei einer Brühe, einer Bouillon. Ja. Und wenn die trüb geworden ist, dann klärt man diese Bouillon,
Eiweiß hat die Eigenschaft, sich zusammenzuziehen, wenn es gerinnt. Eiweiß rottet sich zusammen. Genau, das Albumin im Ei und eben auch das Protein im Fisch oder im Fleisch hat die Eigenschaft, sich bei Erhitzen zusammenzuziehen und dabei Trübstoffe an sich zu binden. Funktioniert im kalten Zustand, auch beim Wein. Wein, Rotwein, Weißwein wird manchmal mit Hühnereiweiß geklärt. Da schlägt man Hühnereiweiß auf, schmeißt es ins Fass rein und lässt es sinken. Und dadurch, dass das eben sich zusammenzieht, durchs Aufschlagen, zieht das Trübstoffe an sich. Und gibt keinen Geschmack ab? Gibt keinen Geschmack ab, wird dann rausgefiltert. Da wird der Wein natürlich nicht aufgekocht. Hier nutzen wir eben, dass das Eiweiß beim Aufkochen die Trübstoffe an sich bindet. Und nehmen hier diese Hühnereiweiß und eben das Eiweiß von Fisch und Fleisch. Alfons, ich will dir nicht zu nahe treten, aber das sieht hier sehr nach einer Alibi-Tätigkeit aus, was du hier gerade machst. Ist das, was erzählst du denn? Ja, das ist so Alibi, weißt du, so ein bisschen rumrühren. Ja, was sind sonst machen? Eine Rotwein. Soll ich mit der Zunge rumrühren? Also wir wollten euch heute mal hier... Haute Cuisine heißt mit Gefühl kochen, ja? Ach so, ach richtig. Und nicht nur in den Topf reinschauen. Ja gut, gut. Wir wollten euch heute mal hier wirklich an eure Grenzen führen. Das sieht jetzt natürlich noch relativ eklig aus, würde ich mal sagen. Ich habe hier... Das ist eine feine Umschreibung, finde ich. Grundbrühe genommen, habe gewolftes, also fein durchgelassenes Fischfleisch, Geflügelfleisch mit Tomaten, mit ein bisschen Knoblauch, mit Kräutern, Estragon und Minze und Thymian vermengt und habe das Ganze mit der Brühe verschlagen. Hühnereiweiß, habe ich gesagt, gell, ist dabei. Ja, genau. Und jetzt ist das Ganze vermischt und sieht erstmal aus, als hätte einer ein zu dünnes Gulasch gekocht. Ja. Ich kratze jetzt die ganze Zeit mit diesem Schaber hier unten auf dem Boden. Man sieht auch schon, da setzt klein bisschen was an, deswegen muss ich das loskratzen. Bis kurz zu dem Zeitpunkt, bis kurz vor dem Zeitpunkt, wo das Ganze aufkocht. Wenn ich es dann kochen lasse, wie Waschwasser, dann zerreißt das kochende Wasser den Eiweißkuchen, der sich dann oben abgesetzt hat. Das kann man gleich bestimmt wunderschön hoffentlich sehen. Da setzt sich das Eiweiß oben ab, hat den ganzen Dreck. Jetzt sieht man nicht mehr, wie es vorher aussah. Also dieser Krustentierfond. Ja. Das ist halt wie eine Tomatensuppe sozusagen. Genau. Nicht? Und gleich wird das eine richtig schöne, klare Brühe. Ich kann nicht zwischendurch noch mal rufen. Ich muss immer zwischendurch dran kratzen hier am Topfboden, damit es mit unten ansetzt. Gut, pass auf, das schauen wir uns an. Kolja, sag bitte rechtzeitig Bescheid. Ich ruf dich gleich. Wenn du das Gefühl hast, das Eiweiß zerreißt in mehrere Stücke, sag Bescheid. Genau, wenn ich ein anderes Gefühl habe, dann siehst du mich da die Treppe hochlaufen und rausgehen. Ja, richtig. Und wenn du das Gefühl hast, dass Alfons Hilfe bei seinen Jakobsmuscheln braucht, sag auch Bescheid. Ja? So. Das macht mir ein bisschen Sorge. Johann. So, ich habe jetzt hier, also das Fleisch habe ich reingeschoben auf ein Blech. Ja. 100 Grad ungefähr, sieht man hier, also ganz zart, dass der Saft nicht wegläuft mit den ganzen Kräutern und Gewürzen. Das lasse ich jetzt nur ganz... 100 Grad? Ober-Unterhitze, ne? Ober-Unterhitze, nicht zu sehr, ganz langsam garen lassen. Dazu gibt es... Kann man kurz mal zeigen, kommt die Kamera, kann vielleicht noch mal kommen, damit die Zuschauer das auch zu Hause richtig sehen. Also hier sieht man, dass es so das Fleisch auch mit Kräutern, mit den Gemüsen herrlich. Einen eigenen Saft, schön saftig. Ist ganz, ganz kühl sozusagen, nicht richtig heiß. Ja? Wunderbar. So, dann mache ich jetzt dazu ein Pfifferlingstartar. Ja. Das heißt, ich brate gerade Pfifferlinge an, erstmal nur in etwas Butterschmalz oder Öl. Okay. Und gebe dann dazu gehackten Thymian, Rosmarin, Schalotten, etwas Knoblauch. Mhm. Dann wird das fein gehackt, dann kommt etwas Creme Fraiche drunter und wird so schön auf dem Teller angerichtet. Okay. In der Pfanne, wo ich das Fleisch angebraten habe, habe ich reingegeben Orangenschale, Wacholderbeeren, Rotwein, Portwein und Wildfond. Das lasse ich einkochen für die Soße. Okay. Und dann mache ich noch Orangenschale, Wacholder. Wacholder, Rotwein, Portwein und auch etwas Wildfond. Und hier vorne habe ich einfach aus Birnen, so Kugeln ausgestochen. Und die habe ich jetzt gedünstet in Essig mit Zucker und Sternanis und Orange. So, und das ist jetzt natürlich ein ganz interessanter Punkt. Kolja, du störst den Unterricht, Kolja. Bin schon durch. Ja. Das ist natürlich jetzt der Unterschied, ja? Weil Birne mit Wild, das vermutet man, Klassiker. Ja. Aber wenn es dann so in die ganz feine Ecke reingeht, dann muss man mit der Birne irgendwas anfangen. Also früher hat man die Birne einfach so mit dem Weißwein gedünstet, mit Breitelwein gefüllt, das ist der Klassiker. Ja. Du wirst nachher sehen, es ist im Prinzip das Gleiche, nur anders umgesetzt, moderner, frischer, sagen wir einfach kreativer. Okay. Ja? Das wird am Ende alles so präsentiert, wie das früher mal war, vom Geschmack, aber nicht von der Präsentation. Sind wir sehr gespannt drauf. Johann Lafer mit seinem Rehrücken Baden-Baden.
Mario, ich trau mich gar nicht, dich anzusprechen. Alles ist gut. Ja? Alles ist gut. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Ich habe also schon die Eismasse in der Eismaschine. Das heißt, es wird auf alle Fälle schon mal Eis geben. Ja. Und wenn jetzt alles in die Hose geht, dann gibt's halt Vanille-Eis mit heißen Himbeeren. Ja, richtig. Irgendwas Süßes haben wir schon hingekriegt. Ja. Vanille-Eis mit heißen Himbeeren von dir würde ich auch glatt nehmen. Da sind wir auch wieder. Mein Vanilleeis mit heißen Himbeeren ist mit Sicherheit eines der besten Desserts, die es auf der ganzen Welt gibt. Finde ich auch. Ja, sehr gut. Das muss mal gesagt werden. Vanilleeis mit heißen Himbeeren ist eine Sensation. Aber und wenn man da halt noch ein bisschen das abwandelt, sag ich mal, die Himbeersoße vielleicht noch selber kocht mit einem Gewürz oder mit frischer Vanille, dann ist man eigentlich schon bei einer tollen Nachspeise. Das Eis muss super sein, selbst gemacht sein, muss wirklich Vanilleeis sein und auch mal eine Vanilleschote gesehen haben und so weiter und so weiter. Es gibt auch sehr gutes zu kaufen. Sehr gutes Vanilleeis zu kaufen, da würde ich widersprechen, Johann. Ehrlich? Ja, absolut. Ich esse nur frisch gemachtes Eis, das andere schmeckt mir nicht. Machst du es denn dann selber? Ja, also das, was ich halt so kann, ja. Oder ich gehe zum Italiener meines Vertrauens. Aha, okay. Ja. Die gute Eis gekauft. Ja, natürlich. Das ist ja auch gekauft. Nein. Beim Italiener ist ja auch gemacht. Nein, doch nicht. Mein Luigi macht das doch selber. Absolut. Aus der Backe. Es gibt aber, da muss man aufpassen. Es gibt mittlerweile tatsächlich Eis, das aussieht wie handgemacht. Ist aber in Wahrheit nicht hausgemacht, ne? Sondern wird irgendwo im Großraum Venedig fertig gemacht. Grüß dich, Nelson. Ja, ich wollte noch mal Hallo sagen. Servus. Also der Hummer wollte mal Hallo sagen. Ja, und kriegst du dein Gericht durch heute? Ja, ich hoffe. Doch. Du hast ja auch richtig was zugemutet. Nee, aber Eis, wirklich, da wird viel Schindluder gemacht. Das wird dann mit Lastwagen bis nach Deutschland gekarrt, sieht dann aus wie selbstgemacht. Nein, es gibt wirklich tolle Italiener. Ist aber nicht selbstgemacht. Ich meine, Luigi mit Sicherheit macht perfektes Eis, aber grundsätzlich muss man sagen, beim Eis kann man auch sehr vieles tricksen. Ja, mit Farbstoff, Konservierungsstoffe und so weiter, gell? Und ich will eins auch mal sagen an der Stelle, wenn man zu Hause jetzt kein Eis machen kann, dann kann man immer noch ein Parfait machen. Das ist leider auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Parfait, super Idee. Ein halbgefrorenes in dem Fall, wenn das selber gemacht ist, vielleicht mit Erdbeermark noch mit selber gekochtem oder jetzt gibt es ja tolle Früchte oder Holunderbeeren sind jetzt gerade voll in der Zeit, dann kann man auch da ohne Eismaschine zu Hause sich ein schönes Eis selber machen. Parfait machen, richtig. Man muss nicht so eine teure Eismaschine haben, wie wir sie hier. Das ist auf keinen Fall, das Ding kostet ein Vermögen. Genau. Das lohnt sich dann nur im Restaurant, sag ich mal. Du füllst gleich Erdbeeren, ne? Ja, wenn ich dazu komme, sage ich dir Bescheid. So. Ich würde mich freuen, wenn wir das sehen. Dass ich den Quatsch hier ausgelöst hab. Nelson. Ja. Sag mal, darf ich mal eine Frage in die Runde? Bis auf Alfons sind heute alle nicht so wirklich entspannt. Die sind alle entspannt. Ja, der Einzige, der momentan ein bisschen verkrampft wirkt, bist du. Nein, aber geh doch nicht mal auf mich, Mensch. Nein, aber es ist schon so, man merkt, dass ihr heute anders an die Sache rangeht als üblicherweise. Ja, viel Arbeit, hallo. Ja, viel Arbeit. Deswegen die Frage. Deswegen ist es bei uns ja auch so teuer in dem Restaurant, weil es viel Arbeit ist. Nein, aber wünscht ihr euch das manchmal, nicht immer so unter diesem Druck zu stehen, nicht immer so dieses ganz oberste Level erreichen zu müssen, sondern einfach mal normal zu kochen, wie vielleicht das andere? Das wünscht sich, glaube ich, jeder, der da mal angekommen ist, dass man einfach wieder so ganz normal, ja, normal, ich meine, das ist ja nicht unnormal, was wir machen, aber die Sachen, die wir selber am liebsten essen, das sind eigentlich so, ja, eine schöne Bratwurst, eine gute Bratwurst, ein schöner Schmorbraten, Zwiebelrostbraten oder sowas. Manchmal würde man doch gerne wieder dahin zurück, aber man mag das andere schon auch. Was ist denn mit den ganzen Hollywood-Stars, die immer in dein Restaurant kommen, Collier? Was essen die am liebsten? Essen die Currywurst? Ist Brad Pitt eine Currywurst oder ist der sowieso mit und so weiter? Ich weiß, Pierce Brosnan zu seinen Hochzeiten als James Bond, einen gedünsteten Fisch und einen Salat dazu. Da macht es so richtig Spaß. Ja. Brad Pitt, Angelina Jolie, Sechsgangmenü. Sechsgang-Menü, oder? Sechsgang-Menü, richtig, ja. Wenn demnächst das siebte Kind da ist, gibt es 7 Gänge. Ja. Also bei denen hat es richtig Spaß gemacht. Die hatten auch richtig Freude. Tom Cruise und, wie heißt du noch? Ja, der ist ja bald vor. Nein. Katie Holmes. Ja, nicht gleichzeitig, nach und nach. Ja. Das ist ja Wahnsinn, ey. Ja, sicher. Wen er alles kennt, ist unglaublich. Wie ist denn Katie Holmes? Die ist doch gar nicht. Die ist super hübsch. Ja, aber die isst nichts. Ach so, ja. Nee, Essen tut die eigentlich wenig, das ist richtig. Oder? Also bei ihr war es auch so Salat und ein bisschen Fisch hinterher, aber Cruz hat richtig 4 Gänge und richtig schön Fleisch deftig gegessen. Großartig. Das war nett. Und Nelson kämpft mit einem Hummer, wie wir hier gerade sehen. Ja, ich habe momentan noch ein bisschen das falsche Messer hier. Ja. Aber wie ist es denn? Wird gerade klar hier?
Es wird so gerade. Oh ja, das ist schön zu sehen. Schau, man sieht hier, wie das Eiweiß so langsam, aber sicher den Blick auf die klare Brühe freigibt. Ja. Man sieht jetzt langsam, kommt das Eiweiß nach oben und gib mir 2-3 Minuten, dann wird richtig die klare Brühe hier zu sehen sein. Gut. Das sieht aber so schon ein bisschen unappetitlich aus im Augenblick. Ja, aber gleich, aber gleich, aber gleich. Ja. Nelson, bei dir sieht es auch nicht viel besser aus, muss man sagen. Nee, nicht wirklich. Also, und Cuisine? Ich mir anders vorgestellt. Gehobene Küche auf jeden Fall. Gehobene Küche habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ja, ja. Nee, aber das ist richtig, was macht eigentlich Spaß. Ja? Ja. Was machst du da gerade? Ich habe jetzt den Hummer hier auseinandergelöst, beziehungsweise habe die Scheren vom Rumpf getrennt. Ja. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Man muss nämlich hier, in der Schere sitzt so ein Span, ja, und den muss man rauskriegen. Ansonsten hat man hinterher eine tierische Fummelarbeit. Und da musst so ein bisschen du, hier. Ja, du musst ein bisschen runtergehen. Ich muss runter. Nee, du, ich. Ach so. Also einmal nach links und einmal nach rechts brechen. Und dann, ja genau, und dann vorsichtig den Span rausziehen. Und man versucht eigentlich, das untere Scherenfleisch hier auch mitzubekommen. Das ist echt eine Kunst. Also einmal habe ich schon geschafft. Ja, okay. So muss sie aussehen. Sehr gut. Hier, bei der halt noch mal hoch, genau, damit wir das richtig sehen können. Schauen. Ja. Achtung, hier. Bei der habe ich es auch geschafft. Und bei der weiß ich noch nicht so genau. Also zeig uns das einmal in Großaufnahme bitte. Komm, jetzt wollen wir es genau ansehen hier. Den Span raus. Also bei der merke ich schon, dass ich die nicht heile rauskriege. Aber das Wichtigste ist tatsächlich hier dieser Span. Ja. So viel Fleisch sollte jetzt nicht dran hängen bleiben, aber ist halt jetzt nun mal so. Und das ist eben dieser Span und den Sporn, den kriegst du einfach nicht mehr raus hinterher. Okay. Und dann verkante ich das Ganze hier. Ja. Verkante das hier einmal so und dann kannst du das Gelenk, das ist ein super schönes Fleisch eben auch, brichst du hier auf, gehe ich hier drauf. Okay. Ja, und da musst du richtig Kraft anwenden. Und dann hast du es hier auf der Seite auf. Und dann kannst du es abbrechen. Mhm. Und dann musst du ein bisschen fummeln. Ja, dafür gibt es eben diese kleinen Bestecke im Grunde genommen. Und damit kann man dann so ein bisschen nachhelfen und das so ein bisschen aufknacken. Das ist ein bisschen wie Nussknacken. Da scheitern doch Menschen auch im Restaurant regelmäßig an Hummer, ne? Ja, also ich serviere Hummer eigentlich immer nur komplett ausgelöst. Also ich glaube, dass... Ich esse das auch nicht. Leute sagen ja immer, ich wüsste gar nicht, wie man den ausbricht und auslöst, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie im Restaurant, noch nie einen ganzen Hummer am Tisch bekommen. Also gibt Gegenden in der Welt, in denen er im ganzen Land tatsächlich serviert wird. Johann, du hast eben gesagt, wir müssen hier noch mal was anderes zeigen, wenn es um Hummer geht. Wenn man die beiden Köpfe sieht, gibt es hier optisch deutliche Unterschiede. Ja? Man sieht hier, der eine rechts ist ziemlich glatt, einfarbig und der ist so gescheckt. Sieht man das hier? Ja, ganz andere Familie. Genau, nix Familie. Dieser Hummer kommt aus Amerika, rechts. Okay, das ist Alaska oder wo kommt der? Der sogenannte Maine Lobster, der ist einfach von der Sorte anders. Mhm. Und das ist der teurere Hummer, das ist der sogenannte europäische Hummer. Der kostet wo kommt der her? Der kommt aus Europa, aus der Bretagne oder so, wie auch immer. Okay. Das ist ein Hummer, der ist wesentlich teurer und schmeckt wesentlich besser. Das heißt, der ist gezüchtet, dieser der ist mild. Ach, okay. Das ist der europäische und das ist der amerikanische. Der ist gezüchtet? Der ist gezüchtet, genau, Maine Hummer. Okay, verstehe. Ja. Wichtig, das zu wissen. Aber da reden wir dann auch von großen preislichen Unterschieden, nehme ich an. Also europäischer Hummer ist immer teurer als der Maine Hummer. Sag mal eine Hausnummer. Also ich schätze mal, dass dieser groß in der Größenordnung kostet das Kilo europäischer Hummer 50 Euro. Europäischer kostet im Moment 62 und der kanadische kostet ungefähr um die 25, 26. Ja. Wenn es ein guter ist, manchmal gibt es ihn aber auch für 18, 19. Okay. Ihr könnt alle nicht handeln bei euren Händlern, ne? Nee, aber wir kriegen die bessere Ware. Handelst du viel rum mit deinem Händler? Ja, natürlich, muss man. Also, das ist manchmal wie auf dem Bazar. Also, ja, natürlich, klar. Also, dann wird auch mal eine Weile nichts bestellt oder so. Verstehe. Also, eine kleine Sanktion. Ich habe meine Händler seit 13 Jahren und ich bin stolz, dass ich meine Händler so lange habe. Aber das hast du natürlich auch nur, wenn du genau die Spielchen nicht machst. Ja, ich mach's auch nicht. Es war ein Spaß. Nein, also ich hab einen super Händler. Aber es ist trotzdem so, dass jeder natürlich immer noch auf seinen Vorteil bedacht ist. Klar. Ja, klar. Und wenn man alles so kauft, geht nicht. Ne? Geht nicht. Sehr gut. Müssen wir uns merken. Wir müssen hier gerade mal was klären. Genau. Kolja, nämlich ein Süppchen. Das kann man jetzt hier schon wunderbar sehen. Hier oben ist dieser sogenannte Klärkuchen, also das ganze Eiweiß vom... Jetzt schauen wir hier, wie die klare ist auch fast so weit, Konsumé da unten rauskommt. Okay. Jetzt einmal noch durch ein Sieb durch. Ja, und dann haben wir hier... Jetzt kann man das sehen. Das ist jetzt richtig die klare Konsumé. Oh. Und die schmeckt bestimmt auch großartig, oder? Ja, klar. Ja, ne? Darf ich mal probieren, Kolja? Löffel, Alfons oder Gabel? Löffel.
Löffel, pass auf. Alfons ist fertig. Wir müssen heute sehr diszipliniert kosten und essen, weil sonst können wir wirklich nicht richtig beurteilen, ob der Alfons das auch gut gemacht hat oder nicht. So, bitte. Nein, das ist natürlich, das war ja nur jetzt eine theoretische Bemerkung. Ein, okay, alles klar. Ein Selbstgespräch. Eine Idee. Ja, ein verunglückter Versuch, ein wenig Druck aufzubauen, Alfons. Kommt nix. Ja. Meine Herren, Vorsicht, da hinten geht's über, sonst ist sie trüb, bitte. Ich mach jetzt. Oh. Also, wo geht's zur Sache? Hier geht's zur Sache, bitteschön. Alfons, wie ist das bei dir mit der Edelküche? Also, so wie ich dich kenne, ja, du bist ja ein Mensch, der eigentlich so auch dieses wirklich Bodenständige sehr, sehr mag. Ja. Deswegen, ich habe mich oft gefragt, wieso sich ausgerechnet einer wie du in diese Haute Volée, Haute Cuisine, was auch immer, verirrt hat. Ich habe mich nicht verirrt, du hast mich heute bestellt, jetzt bin ich da hergekommen. Nein, aber, weißt du, das Ding ist doch... Johann, schau hier. Das ist ein alter Klassiker, das ist ja nichts Neues, was ich hier mache. Das ist ein Rahmspinat oder Spinat, ja, gut, dann mit einer Rotweinbutter und einfach, ob jetzt ein Ludimer drauf gebe oder was anderes. Das, sagen wir mal, diese Rotweinbutter macht man heute nicht mehr so, weil man sagt, weniger Fett, weniger Fett, weniger Fett. Mhm. Es gab eine Zeit, ich weiß, der Johann ja auch, da haben wir eingemixt, das gepfiffen hat. Und jetzt geht das alles zurück. Jetzt lässt man das Produkt mehr leben, weil Fett ist wichtig als Geschmacksträger. Mhm. Aber natürlich, zu viel Fett nimmt Geschmack. Und die Kunst ist es, den Geschmack zu belassen und trotzdem eine ganz leichte, sagen wir mal, naja, auch Bindung herzubekommen. Früher hat man es mit Mehl gebunden. Und dann gab es eine Zeit, da hat man so viel Butter reingegeben, dass es ausschaut, dass es mit Mehl gebunden wäre. Das ist vorbei. Ja. Das ist vorbei. So dürfen die anderen jetzt auch was sagen. Heute kocht man leichter. Das ist doch ein Ablenkungsmanöver, dieses viele Gerede jetzt hier, Alfons. Also, was möchtest du sagen, Markus? Nein, ich wollte die anderen fragen, wie es schmeckt. Ja. Ja, mal lauter. Ja. Ist gut, schmeckt ja. Toll, ja. Ja, ist sensationell, ne? Alfons, hast du gut gemacht. Aber das hättest du auch gemacht. Dass der Alfons hier keinen Bock mehr macht, das war schon klar. Gell? Ja, ja. Aber die Kombination, die kennt man auch, jetzt hier so dargeboten, sehr, sehr lecker. Okay. Immer wieder gerne Johann, essen. Johann? Es gibt einfach bestimmte Dinge in der Küche, die man im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat, die machen Sinn. Und ich sage mal, die Kombination Jakobsmuschel, leckerer Rahmspinat, Rotweinbutter, ist einfach eine gelungene Kombination. Und wenn man sie dann auch perfekt kocht, dann kannst du da nichts anders oder besser machen. Es ist einfach so. Muss man so kennen. Ist das klassische Haute Cuisine? Also mit Sicherheit. Ja. Also ich finde, das ist auf jeden Fall einer der modernen Klassiker der Isszeit, wo man sagt, das hat sich auch durchgesetzt. Also das ist das, was man heute auch nach wie vor macht. Mhm. Ja. Und es gibt seit 25, 30 Jahren. Das ist zeitlos, Markus. Zeitlos, so wie du. So wie du eines Tages wirst. Ja. Zeitlos. Ja. Nein, das ist toll. Toll, ja. Hast du probiert? Nein, ich habe noch nicht probiert, aber ich brauche es eigentlich gar nicht zu probieren. Das, lass es was dir nicht ich gern sagen würde, was soll Haute Cuisine heißen? Wörtlich hohe Küche. Ja. Aber wenn man jetzt wie der Alfons halt auch mal trockenes Brot und Milch so zusammenbringt, dass das ist wie ein luftiges Soufflé, dass man halt eine durchgebratene Jakobsmuschel dagegen stehen lassen würde, dann ist mir dieses fluffige Brot auf Läufchen da einmal mehr Haute Cuisine als alles andere, was jemand, der es nicht kann, fabriziert. Okay. Haute Cuisine hat nicht unbedingt damit zu tun, dass man teure Sachen verwendet. Mhm. Wir geben ja heute Beispiele dafür. Aber Haute Cuisine heißt, wenn man es kann. Und der Alfons kann es. Sehr gut. Konnt's nicht meckern. Ja, da kennst du aus, tut mir leid. Ja, kennst du aus. Ein Kenner. Ein absoluter Kenner. Nelson, wie findest du es? Ja, ich habe auch probiert und für mich ist es eben auch so, dass es sehr, sehr klar ist. Also da ist einfach jetzt nicht, da ist es einfach auf für allen Firlefanz wurde verzichtet. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und das macht besonders viel Spaß. Wobei da schon natürlich eine Menge Feinheiten drin sind. Ne? Also ja, Spinat, aber die sind versteckt, die sind unterschwellig. Genau. Die liegen darin in der Farbe. Der Spinat hat die perfekte Farbe, die Soße hat die perfekte Farbe. Diese Farbe, wie hast du die so perfekt hingekriegt? Ja gut, den Spinat schreckst du ab, damit unterbrichst du den Garprozess. Dann hast du die schöne Farbe, drückst ihn aus, lässt dann ein bisschen Schalotten angehen. Man hat ja früher sehr viel mit Schalotten gemacht. Gibst dann den Spinat dazu. Nicht mit Fett, das ist jetzt mehr der Fehler, sondern jetzt gibst du ein bisschen Gemüsebrühe drauf, lässt ihn noch mal erwärmen und dann habe ich ihn abgeschmeckt mit einer Scheibe Ingwer,
drei, vier Scheiben Knoblauch, ein bisschen Vanille habe ich reingegeben, einen Hauch Muskat. Und dann bin ich zum Schluss drüber gegangen mit ein bisschen Orange und ein bisschen Zitrone und habe das nur einmal aufziehen lassen und sensationell aus. Amen. Und dann kannst du ein bisschen Butter reingeben. Das ist super. Für unser Publikum gibt es was zum Trinken. Alfons. Das Publikum habe ich jetzt serviert, die beiden Gewinner. Gell? Die beiden Küchenschlachtgewinner haben schon was bekommen. Alfons, tu mir doch mal einen Gefallen. Da gibt es bestimmt eine Menge Herrschaften hier bei uns im Publikum, die auch gerne Spinat essen. Vielleicht suchst du dir mal die, die Spinat eigentlich gar nicht so gerne mögen. Und versuch sie mal mit diesem Spinat davon zu überzeugen, dass Spinat auch was wirklich Feines sein kann. Ja? Nehmen wir mal ein paar Löffel mit. Nimm einfach mal ein paar Löffel mit und dann schauen wir uns das gleich mal an. Mario, wie sieht's bei dir aus? Sieht gut aus. Ja. Wir ordnen einen Löffel dabei. Die zweite Komponente ist auch schon fertig. Die Blätterteigtörtchen. Okay. Und ich habe jetzt hier gerade angefangen, die Erdbeeren zu füllen. Sehr gut. Und zwar habe ich hier so ein, das ist auch so ein Kochwerkzeug, das heißt Parisienne-Ausstecher. Ja. Und man kann auch Pariser Löffel dazu sagen. Die gibt es im Großen, gibt es im Kleinen. Mhm. Und jetzt gehe ich einfach hier in diese Erdbeere rein und hole mir diesen Kern da raus sozusagen. Das Innere da so ein bisschen raus, mache halt ein kleines Loch. Und gibst hier rein. Hier habe ich weiße Schokolade, die habe ich klein geschnitten. Ja, super. Grob klein geschnitten. Dann füllen wir die. Ist eine Position, die du gerne machst, ne? Patissier sozusagen. Ja, Patissier, das darf man jetzt nicht verwechseln. Also, ja. Das ist nochmal ein getrennter Ausbildungsberuf. Ich mache das wahnsinnig gerne, weil es ist so eine schöne Baustelle oder so ein schöner Spielplatz. Man ist ja oft dann in der Küche, gerade als Küchenchef, am Saucier, also am Fleisch oder am Fisch irgendwie eingeteilt. Oder ja, weil das komischerweise der Chefposten ist. Ja. Und da bleibt dann immer so ein bisschen wenig Zeit in der süßen Küche so zu experimentieren. Und es macht mir viel Spaß. Es macht, ist ein tolles Handwerk. Aber da gibt es natürlich gelernte Patissiers, die das noch von der Pike auf mit Zucker temperieren, Schokolade. So gut kann ich es alles gar nicht. Aber ich bin da so ein bisschen Autodidakt und bringe es mir dann halt selber bei. Weil du es einfach gerne machst. Weil ich es gerne mache. Und erfordert unheimlich große Präzision. Also, Johann, woher kannst du das? Du bist ja auch jemand, der auf der Süßspeisenposition sehr, sehr gerne unterwegs ist. Auch selber beigebracht? Ich bin ja, ich komme aus Österreich, habe das gelernt und ich habe das natürlich in meiner Jugend sehr gerne gemacht. Das war meine absolute Leidenschaft, diese schöne Sache. Ja. Das macht richtig Spaß, gell? Richtig. Okay. Ja, machen ja nicht alle Köche gerne. Ne? Wir haben ja hier auch Kollegen, die sagen, oh, Süßspeise mal lieber nicht. Oder Dessert. Muss aber in der Küche alles gut gemacht sein. Also, die Leute wollen alles haben. Mhm. Vorspeise und Dessert auch. Sind eigentlich grundsätzlich, Mario und auch Johann, wo wir gerade hier drüber plaudern, sind denn die Ansprüche grundsätzlich von Gästeseite, sind die noch mal deutlich gestiegen in den letzten Jahren? Die Information, nicht auch zuletzt durch die vielen Kochsendungen. Mhm. Richtig. Die hat sich ja weiterentwickelt. Die Leute sind heute einfach informiert, aufgeklärt und die wissen ganz genau, was ist was und möglicherweise auch, was man für sein Geld zu bekommen hat. Das hat sich schon extrem verbessert, Gott sei Dank. Das heißt, man kann da wenig Leuten ein X für ein U vormachen. Genau, ja. Okay. So, jetzt da brauchen wir. So, Kolja hat uns eine Konsommee gemacht. Er hat uns vor allen Dingen auch gezeigt, wie man sie zubereitet. Genau. Und jetzt ist er fertig. Genau, mit der Krustentierkonsommee mit Trüffelroyal. Zeig das nochmal. Ja, das wollte ich eigentlich nicht zeigen, weil das sollten die Langostino-Klößchen sein. Aber die könnten natürlich etwas glatter sein. Da ist mir eben im Eifer des Gefechts einfach zu viel Sahne rein. Okay. Das heißt, ich müsste das jetzt nochmal mixen, aber dafür ganz, ganz kalt werden lassen. Mit noch mehr Fisch, Fleisch. Mhm. Das kann man hier auch sehen. Also die sind nicht so, wie sie sein sollten. Okay. Die müssten im Anschnitt jetzt ganz glatt sein. Und die werden jetzt halt so ein bisschen schwabbelig porös sein. Mhm. Okay. Aber das kommt halt wieder, wenn man zu viel auf einmal machen will. Genau. Ich hätte einfach die Konsommee mit der Trüffel Royal machen müssen. Und das ist wunderbar. Aber an den Klößchen, bearbeiten wir noch ein bisschen. Und jetzt ist folgende Situation. Wir sind jetzt hier nicht in dieser Kochsendung, in der das durchaus auch mal passieren kann, sondern da draußen sitzen jetzt Brad Pitt und Angelina Jolie und freuen sich auf die Trüffel Royale. Genau. Was machst du denn? Da haben wir das natürlich mit einem anderen System. Da fangen wir nicht an von null, wenn jemand eine Bestellung abgibt, sondern da ist natürlich die Konsommee vorbereitet. Mhm. Die steht in einem Topf im Kühlhaus. Mhm. Die Masse für die Klößchen ist vorbereitet und die Trüffel Royale ist vorbereitet. Das heißt, da sind viele Hände, die ineinander greifen und die dann die verschiedenen Arbeitsschritte machen. Okay. Das ist halt genau das, wo man sich natürlich mit dem sogenannten Mise en Place, mit der Bereitstellung darauf vorbereitet. Was schon, ne? Deswegen arbeiten dann an so einem Gericht eventuell auch drei, vier Leute. Gleichzeitig dann. Gleichzeitig, und die dann aber im Nachhinein auch noch andere Sachen natürlich machen. Okay. Da kein Bügel dabei. Doch. Mario ist, glaube ich, noch ganz schwer im Stress, ne? Du kannst, ja, ich habe nur die Hände in der... Ich würde dich füttern, Mario. Ja, okay, mach mal. Johann, bitte einmal ganz kurz probieren.
Nelson ist da hinten beschäftigt noch mit seinem Hummer. Heute ist alles ein bisschen... Trüffel Royal. Trüffel Royal. Trüffel Royal, wenn man eine Suppe bindet, dann ist das eine Liaison, also eine Bindung von Lier, französisch für binden. Das ist zu gleichen Teilen, Eigelb und Sahne. Eine Royal ist ein Eierstich, genau. Ist zu gleichen Teilen Eigelb und Milch. Mhm. Und man kann da noch Brühe reingeben, man kann Trüffeljus reingeben. Trüffelstücke, die wie jetzt bei mir. Ich habe noch ein bisschen Portwein mit drin. Und Estragon habe ich in der Konsommé mit drin. Ei und Milch, nicht Eigelb und Milch. Voll Ei und Milch. Wunderbar. Das ist wunderbar, ne? Wunderbar. Finde ich auch. Johann? Also. Ganz schwierig ist immer, das Eiweiß nimmt Geschmack weg. Mhm. Wenn du was kochst und du machst das Eiweiß rein, hast du oft das Gefühl nachher, warum ist der Geschmack weg? Weil Eiweiß saugt ja auch. Ja? Und hier ist es wunderbar, dass der Fond einfach von Anfang an einen tollen Grundgeschmack gehabt hat und die Intensität geblieben ist. Also hier kannst du sagen, ich habe einen Maul voller Geschmack, nach wie vor, weil es geklärt ist. Gell? Und in der Kombination mit dem Trüffel, so mit dem Eierstich da jetzt, das passt wirklich gut zusammen. Das heißt, Kolja, was ist das Geheimnis? Also woher kommt dann dieser intensive Geschmack oder warum ist der geblieben? Weil ich nicht nur mit Eiweiß geklärt habe. Man könnte so eine Suppe auch tatsächlich, man könnte die kalt mit 10 Eiweiß mixen. Und vielleicht noch 2 Tomaten reinhauen und könnte die auch klären. Das Eiweiß würde reichen, um diese Trübstoffe rauszunehmen. Aber ich habe halt eben zur Hälfte noch mal Langostino-Karkassen, also die Schalen von den Langostinos, und Fischfleisch und Geflügelfleisch reingegeben. Geflügelfleisch, halb und halb zum Fischfleisch. Dann gibt es einen kräftigeren Grundgeschmack. Wenn ich nur Fisch nehme, dann wird es ein bisschen dünn. Okay. Und das Geflügel, da kann man einfach Puttenbrust nehmen. Das gibt eben so eine gewisse Basis. Also ich finde es ganz großartig. Nelson, du hast ihn noch nicht geäußert. Hast du schon probiert? Ich hab auch probiert. Und das Schöne, finde ich, eben an den Klassikern ist, dass viele zwar dann immer sagen, ja, es ist nicht mutig oder es ist nicht kreativ. Aber das sind halt alte Gerichte, die einfach schon zigmal gemacht wurden. In dem Sinne auch, wenn man sie dann so perfekt macht, wie Kolja sie heute gemacht hat, dann eben auch schmecken. Ja? Das ist das Schöne. Mario, sehr gut. Hast du schon probiert, Mario? Ja, ich kann mich nur anschließen, was jetzt, ich habe ihn schon vor einer ganzen Weile probiert. Der Geschmack haftet immer noch irgendwie im Mund. Also man hat immer noch super, so diese Aromen von dem Langostino. Der Trüffel ist noch da. Und man will ja auch das Essen dann irgendwo genießen und nicht nur irgendwie haps, haps und weg ist das Ding. Sagen wir, Gang für Gang einatmen, sondern hier hat man wirklich was, was lang am Gaumen hängt. Und die Aromen, klar, die passen zusammen. Das ist jetzt das Rad nicht neu erfunden. Das ist einfach toll, das auch in dieser Zeit hier. Und vor allen Dingen finde ich das mutig, hier eine Konsommé zu machen. Heute schwitzen wir alle. Aber das ist toll gelungen, ja. Nein, absolut. Das war nicht mutig, das war wahnsinnig. Ja. Und ich glaube, wenn es den anderen so gut schmeckt, dann probiere ich jetzt selber auch mal. Kost mal. Sag mal, wie du es selber findest. Das sind auch Kombinationen, genau wie beim Hummer Thermidor. Der ja eigentlich auch schwarzen Trüffel vorsieht? Nicht unbedingt. Thermidor? Nicht unbedingt. Nee. Wichtig ist es überbacken. Ja. Wichtig ist überbacken. Gut, however. Aber es gibt Kombinationen Krustentier und Hummer, Portwein. Das ist so eine Dreifaltigkeit. Das hat man irgendwann mal ausprobiert und wieder gemacht und wieder gemacht. Und das dauert Jahrhunderte und trotzdem bleibt es irgendwie bestehen, weil das einfach passt. Das ist aber jetzt nicht die Antwort auf die Frage. Wie schmeckt es dir denn selbst? Super, grandios, habe ich toll gemacht. Also, würdest du genauso wieder machen? Ja, unbedingt. Okay. Bei einer Krustentier-Essenz, man hat es früher manchmal gehabt, dass die Bisque, die Hummersuppe, so total kräftig nach Krustentier geschmeckt hat. Das nimmt man weg, indem man relativ viel Tomate mitkocht. Dann kommt das Wasser von den Tomaten mit rein, die Säure von den Tomaten. Und tomatisieren, haben wir vorhin gehört. Tomatisieren mit Tomatenmark, genau. Bei mir jetzt damit einfach mit frischen Tomaten. Mhm. Und dieser Tomatengeschmack, der schleicht sich sozusagen von unten unter den Hummer und nivelliert das, macht das so ein bisschen glatt. Ich finde es ganz toll. Ich bin so ein Suppenfan. Ja, das ist was Ich nenne es jetzt einfach mal Suppe, wenn ich darf. Ja? Also deine Suppe, eine Suppe war eine Spitzensuppe, Kolja. Hast du gut gemacht. Großartig. Nur die Klößchen. Gut. Frau Lutz und Frau Geider sitzen in der ersten Reihe. Küchenschlachtgewinnerinnen, beide. Hat es Ihnen denn geschmeckt wenigstens? War sehr, sehr lecker. Ja? Was mochten Sie bis jetzt am liebsten? Die Jakobsmuscheln mit dem Spinat. Die Jakobsmuscheln? Ja. Okay. Ja, ist ja alles ganz individuell. Ich muss ja sagen, ich bin kein großer Spinat-Fan.
Spinat probiert? Sehr lecker, ja. Guck mal. Ich habe ihn aufgegessen. Das ist nämlich das Ding, das wollten wir vorhin mal testen. Ich hatte das Gefühl, dass es ohnehin allen sehr gut geschmeckt hat, dieser Spinat, den der Johann, der Alfons da verteilt hat. Wobei man natürlich nicht genau weiß, ob sich Menschen auch trauen zu sagen, mir schmeckt es nicht, wenn der Alfons vor einem steht. Das ist natürlich immer etwas, was wir nie so richtig herausfinden. Ihnen hat es auch geschmeckt? Ganz ausgezeichnet. Kannst nicht meckern. Kannst nicht meckern. Ja, ist wirklich spannend heute. So, wir haben gerade gehört, Hummer Thermidor. Jawohl. Wichtig, genau. Dass der überbacken ist. Dass der überbacken ist. Es gab Meinungsverschiedenheiten. Klassisch mit Sauce Mornay. Ich habe es mit einer Bernays gemacht. Mhm. Wichtig ist eigentlich dieses Überbackene und eine Soße, ein Ragout im Grunde genommen. Das ist ja jetzt innen drin mit englischem Senf. Beziehungsweise mit Senf. Und das ist alles drin. Englischer Senf zeichnet sich wodurch aus? Weiß ich nicht. Der kommt aus England, hat so karierte Muster. Ich Englischer Senf ist normalerweise nicht angehört aus Senfpulver. Es gibt ein Senfpulver. Der schmeckt dann auch anders. Das Senfpulver, das rührt man etwas mit Wasser an. Das ist quillt, muss man 10 Minuten stehen lassen. Dann kann man es selber noch abschmecken mit Essig, wie ja beim normalen Senf auch. Und dann sind wir beim englischen Senf, der eigentlich ein bisschen mehr gerade raus, ein bisschen mehr scharf ist als der französische. Der französische hat immer Essig dabei, ein bisschen Zucker, ist ein bisschen runder. Der englische ist viel spitzer. Aber es ist halt eh unterschwellig, also es sollte eh nicht vorschmecken, ehrlich gesagt, beim Hummer Thermidor. Und von daher würde ich sagen, erstmal probieren. Ja, genau. Und die große Frage, Nelson, überbacken oder verbrannt? Das ist perfekt, also das ist französisch, ja, sag ich mal. Ja. Also sagen wir so, es ist an der Grenze, aber es ist noch schön. Also das ist super. Ich meine, was soll man bei der Farbe sagen? Sag nichts. Genau, ist wunderschön, würde ich sagen. Nee, aber jetzt sag mal, wie schmeckt es dir? Wie schmeckt es dir, genau. Total gut, ja. Ganz klasse. Schwierig beim Gratinieren von Hummer ist ja, dass er keine Konsistenz behält, dass er nicht strohig und trocken wird. Johann, komm kurz dazu. Die Gemüse sind schön knackig. Ich brauche noch kurz, die Konsistenz. Ja. Ich glaube, dass in der kulinarischen Geschichte schon der ein oder andere Hummer Thermidor gekocht worden ist, der wesentlich verhunzter war als der hier. Weißt nein, du? Also Moment! Komm, wir gehen mal raus. Er ist wunderbar. So. Nee, der ist doch wunderbar. Also ich finde ihn auch schön. Wir hätten jetzt mal gerne eine wirklich ehrliche Antwort, Alfons. Fleisch finde ich super. Das ist ein bisschen zu dunkel, das wissen wir selber. Aber man muss es nicht essen, man kann es ja runterkratzen. Na, das soll man schon essen. Fleisch ist sehr saftig. Also, solange es noch nicht bitter schmeckt. Oder nein, das Fleisch ist sehr saftig. Ja. Das Fleisch ist super, finde ich. Ganz fein. Also, das wird gerne mal Gummi auch, ja? Von der Qualität vom Hummer. Das liegt natürlich auch alles drumherum. An der Ware, die du hast. Gell? Ja. Gibt Hummer ein bisschen drüber, zäh wie Leder, kannst beißen. Mhm. Aber hier hast du die Saftigkeit. Als das Ragout. Okay, super. Ja. Ich finde auch. Aber er ist einfach schön saftig innen. Und das ist die. Ich fand es nicht. Also, Nelson. Ja. Mit deiner schönen neuen Jacke, Kompliment. Nein, nein. Ja. Aber Johann hat auch probiert. Ein bisschen Salz fehlt mir. Ein bisschen Salz, sagt er, fehlt. Aber schon. Schon war gut zusammen. Das ist ein richtiger. Also, hast du es früher öfter gegessen? Mhm. Das ist ein Klassiker. Das ist ein richtiges, ich sage immer, so ein richtiges Essen auf so Kreuzfahrtschiffen und so. Also, surfen darf und dieses hier. Da sind aber manchmal die Gäste noch älter als die Zubereitungsarten. Ja. Hallo, was sagst du denn da? Was denn? Ich muss aufpassen, weil. Johann war gerade auf diesem verträumten Schiff Richtung Nordkap unterwegs. Ja, eben, ich sag doch. Zuschrift bitte nur an Herrn Kleeberg. Ich finde es super. Ja. Und ich mag auch dieses leicht angebrannte, wenn ich es jetzt so nennen darf. Ja. Weil das noch mal so ein eigener. Wobei, ich finde es nicht angebrannt. Es ist ein Ticken zu dunkel. Genau. Das ist sehr wichtig. Es ist wahr, es ist nicht angebrannt. Sag mal, du hast das gerade nur rausgenommen. Ja, klar. Es war knapp, ne? Ja. Schwarzes Brauch. Aber es war knapp. Und passt. Wunderbar. Diese Soße, die du da drin hast, wie hast du die gemacht? Das haben wir vorher nicht richtig mitgekriegt. Ja doch, das war ja das, wo ich die Karkassen angeschwitzt habe. Ne? Dann das Gröstgemüse dazu.
Tomatisiert habe ich die vorhin genau gezeigt. Genau, dann, aber dann danach. Ja, genau. Cognac, dann haben wir es flambiert, ein bisschen Weißwein noch mal dazu. Dann habe ich Sahne dazu gegeben, bis es bedeckt ist. Das haben wir auch gesehen. Sieht furchtbar viel aus, ist auch viel, aber das, ja, dieses, das gehört eben auch so ein bisschen zu dieser alten Küche. Das verliert sich dann aber auch hier so ein bisschen, ne? Also es diese schmeckt, halt, kommt es schmeckt nicht so halt lecker. Und das ist ja, ja öfter so, dass Dinge, genau, die lecker schmecken, natürlich dann viel Kalorien haben. Hat sie natürlich auch, aber dann lässt man es nur einmal aufkochen, abschmecken mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Limonensaft. Und das sind war's. Wir eigentlich schon durch mit der Nummer. Ja, und dann kannst du es als Suppe oder als Soße servieren. Super. Ja. Also, Markus, jetzt ganz groß. Ja. Wir haben ja heute gesagt, schön, die Latte liegt hoch. Mit so und es geht heute um die ganz große Küche. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Johann Lafer gezaubert hat. Die Zutaten, das heißt von Baden-Baden, sind ja Preiselbeeren. Das habe ich hier als ein Art frisches Gelee gemacht mit gedünsteten Birnenkugeln. In der Mitte Pfifferlings da. Geschmorte Birnen, Pfifferlinge gebraten. Und jetzt kommt oben drauf, und zwar der Rehrücken nicht geschnitten wie früher, sondern so. Guck mal, so. Total gleichmäßig gebraten, siehst du? Jetzt kommt das da oben so drauf, so in die Mitte, so, siehst du? So, dann kommt da ganz leicht Salz drüber. Johann, die Gemeinde schweigt und lauscht andächtig. Und jetzt kommt drüber eine runke Soße mit frischen Preiselbeeren. Wow. Respekt. Das war schön eben. Hast du das gesehen eben? Als er sich weggedreht hat, hat er so sehr siegessicher gelächelt. Ach, weil er weiß, dass es gut ist. Ja, komm, probier das jetzt. Hau mal rein, komm. Das ist, die beiden mache ich noch mal extra. Genau, komm. Wir probieren dann Messer, Gabel am besten, oder, Johann? Ja, ja, habe ich alles hier. Genau. Ich hier Messer, Gabel. Ja, mit Löffel, da bin ich am ersten dran. Genau, trau dich mal. Alfons, kommst du kurz dazu? Ich bin schon da. Bist schon da. Immer zur Stelle. Johann, von den Dingen, bevor wir gleich ein erstes Urteil hören, von den Dingen, die du bis jetzt, die wir bis jetzt hier hatten, was würdest du sagen, ist das, was dir persönlich am besten schmeckt? Also, das wäre jetzt wirklich unfair. Also nee, ich meine jetzt einfach nur ganz persönlich. Nein, was isst du gerne von diesen Klassikern, die wir hier heute auch kochen? Also, ich esse zuerst gerne Spinat mit Jakobsmuschel und Rotweinbutter. Dann isst du gerne Konsomé. Dann esse ich gerne Konsomé mit. War nicht die Frage nach besser oder schlechter, sondern einfach nur, was isst du also persönlich gerne, wenn es um Haute Cuisine geht? Wohin orientierst du dich? Also ich muss sagen, ich bin ja mittlerweile im vorgeschrittenen Alter und da kann ich dir sagen, dass ich so einen Hummer einfach gern esse. Ehrlich. Okay. Das ist jetzt klassisch, aber das ist etwas, ja, das ist ein Maulvollgeschmack. Wunderbar, ja, ist mal interessant zu hören. So, jetzt die Meinung zum Rehrücken. Alfons, hast du schon gegessen? Was sagst du dazu? Ich habe es noch nicht probiert. Ich halte mich mit deinem Auge, mit deinem geschulten gastronomischen Auge mittlerweile. Das ist natürlich. Haute Cuisine oder Klassiker kann man natürlich unterschiedlich interpretieren. Entweder man macht es 1:1, so wie es im 50 Jahre alten Kochbuch steht. Und dann wird der Rücken halt im Ganzen gebraten und dann kommt so eine Birne mit Preiselbeeren da drauf. Oder man passt es an die moderne Zeit, nimmt andere Gartechniken, dass man es halt anders brät. Richtet es anders an und dann schaut es halt so aus. Aber es hat den Geist dieses Gerichtes, wo einfach alles zusammenpasst. Die Frage aber ist, dadurch, dass es lecker schmeckt, grandios. Sensationell, ne? Was ich jetzt super finde, ist hier diese Orangenschale dabei. Zwischendurch so eine herbe Säure, Bitterkeit, die quasi noch mal richtig lebendig macht. Ich mag ja die Birnen unglaublich gerne. Ja. Diese Birne ist ein Traum. Wie findest du es denn, Alfons? Ja, das müsste ich so rumerkennen. Ich meine, das ist doch ein Schmarrn, das siehst du schon. Das siehst du an allem. Das siehst du an der Ansicht. Das ist ein Schmarrn, rumzumeckern. Nein. Nicht das Essen ist ein Schmarrn. Ja, ist wichtig. Die Leute verstehen das manchmal. Weißt falsch. Du, man kann jetzt da schon sagen, der Pfifferling liegt falsch und der Teller könnte auch so gestellt sein. Ne? Das könnte man auch sagen. Ja? Könnte man schon machen. Aber dann gehen wir nicht mehr essen, verbinden wir uns die Augen und hauen unseren Kopf gegen die Wand. Ja? Also, das ist doch krass. Das ist doch in sich stimmig. Schaut mal, so wie das gebraten ist. Dann diese witzige Idee mit diesem kleinen Tatar, sag ich mal, von Pfifferling. Und dann diese weich geschmorten, nicht diese harten Hunde von Birne. Dieses leicht süßliche, diese Pfifferling dazu, das ist der Haufen Arbeit, die sie dir gemacht hat. Herrschaftszeiten, es verdient doch einen Applaus. Ja, oder? So ist es doch. So ist es. Nelson, hast du probiert? Ja, ich habe probiert. Und?
Ja, ich finde, das ist so ein Gericht, wo man sich denkt, so, ja, ich gehe noch mal eine Woche zu Johann Larfe irgendwie Praktikum machen. Ja. Das ist echt sensationell gebraten. Ja. Was magst du am liebsten von dem, was hier drauf ist? Also ich finde, ich kann jetzt, natürlich ist das Fleisch die Hauptkomponente. Ja, das Fleisch ist schon die Hauptkomponente, aber das Zusammenspiel, alles zusammen, das macht erst richtig Spaß und macht das Gericht erst richtig spannend. Mhm. Fleisch, die Preiselbeeren, süß, die verschiedenen Konsistenzen, das ist einfach ein perfektes Gericht. Du könntest das Eis auch ja, das gehört alles zusammen, das darf man nicht einzeln sehen, meiner Meinung. Mario, hast du probiert? Ich habe probiert, ja, und ich muss feststellen, die Latte liegt immer höher. Ja. mein lieber Herr Gesangsverein. Heute geht's zur Sache. Ja, also es gibt nichts zu kritisieren in diesem Spiel. Ja, null. Ja, finde ich auch. Es ist grandios. Die Johann. Zusammenstellung ist toll. Spitzenmäßig gemacht. Sind perfekt getroffen. Okay. Grandios. Richtig geile Nocke so hier auf diese Seite bringen kann. Was hast du denn hier? Ingwerwurst. Oh, was? Ingwer mit so viel... Das ist ja Ingwer heiß? Mit ein bisschen Wasser. Ja. Also so Wasser an Ingwer ist das. Das ist so geliefert worden. Halt. Ist es heiß? Oder? Okay. Ja, kalt. Gut, man kann es rühren. Ja, ich kann jetzt rühren. Probieren wir die eine bitte schon mal ein bisschen was. Mhm. Ja, geht. Milchschaum hoch? Wenn es heiß ist, entwickelt es deutlich mehr Geschmack. Ne? Zu mehr Geschmack. Also wenn du da so viel Ingwer drin hast, du dann... Aber er kehrt und geht da weg. So schnell kannst du gar nicht schauen. Spitzenmäßig. Also, so, Johann. So, gibt es jetzt noch was oder nimmer? Wir haben großartig gegessen, schon mal bis hierhin. Mario liegt, glaube ich, in den letzten Zügen, oder? Ja. Mario? Also, hast du alles so durchgekriegt, wie du es dir vorgenommen hattest? Ja. Vanilleblätterteigschnitte mit Erdbeeren und Rahmeis und die Erdbeeren bitte schön gefüllt. Ja, das sind jetzt unterschiedliche gemacht. Also wir haben den Blätterteig, das war jetzt, hat die Zeit echt nicht hergegeben, den selber zu machen. Also das war ein gekauftes Produkt. Das haben wir gebacken. Dann hat der Alfons netterweise mir den ausgehöhlt und haben mit so einer Creme Pat, also mit so einem Vanillepudding gefüllt. Mhm. Dann mit Erdbeerscheiben belegt. Erdbeermark gekocht, unten Erdbeer mariniert, dann haben wir so eine kleine Karamellippe und hier oben drauf, wenn sie jetzt hält, ist unsere gefüllte, gebackene Erdbeere. Sensationell. Und wer möchte, kann jetzt halt noch hier gebacken, so... Gebacken, was hast du da oben noch alles drauf? Die ist gebacken? Die ist paniert. Ja. Womit? Mit Mehl, Ei und Panko. Das ist so ein asiatisches Paniermehl. Genau. Das hat ein bisschen eine gröbere Struktur, es bleibt länger knusprig. Mehl, Ei und Panko. Und dann habe ich sie zweimal paniert, also nochmal durch Ei und nochmal durch die Brösel, damit die... Schokolade, wenn die flüssig wird, dann in dem heißen Fett, damit super. Die nicht ausläuft. Ja, super. Sensationell. Und das Minzblättchen, das sparen wir uns jetzt einfach. Das sparen wir uns, das hast du dir wirklich verdient. So, rot-weiß. Ja. Der Nelson ist auch erstmal platt und baff. Und hier kann man vielleicht mal, bin mal gespannt, ob diese Erdbeere. So, Alfons, dann lass mal raus. Ich bin noch nicht fertig. Bist noch nicht fertig. Hier sieht man diese, den Anschnitt von der Erdbeere. Ja, aber ich, ehrlich gesagt, das ist genau das. Ich freue mich immer total, wenn ein Koch, da denkt man eigentlich nicht, dass er eben so filigrane, süße Sachen macht. Beziehungsweise viele Köche sagen halt wirklich, ja, nee, Patisserie ist nicht mein Ding. Mhm. Und das ist aber eigentlich fast schon die Königsdisziplin. Ja? Mhm. Und das ist wunderschön. Also gehört halt echt so ein bisschen Kunstsinn auch dafür. Und wenn man das so sieht, ist eben so landschaftlich angerichtet. Das ist total kunstvoll. Eine Stonehenge. Ganz fein, ne? Ja. Eine schöne rheinische Landschaft, die wir hier sehen. Ja. Mario. Was wir hier haben, was ist das dazwischen? Das ist Vanillepudding, also eine Creme Patisserie mit geschlagener Sahne. Ja. Aber da ist da vorne im Spritzbeutel noch der Rest. Den können wir jetzt dann gleich in die übrigen Blätterteigschiffchen füllen. Mhm. Vanillepudding. Sag ich, also ist jetzt vielleicht ein bisschen, also Creme Patisserie ist der exakte Begriff. Auch wenn man auf dem Niveau jetzt kocht, wie ihr das heute hier gezeigt habt, macht man dann eigentlich Blätterteig normalerweise selbst, wenn man die Zeit dafür hat? Nein, ne? Ist schwierig. Also ich mach's eigentlich gerne. Weil, du machst selber Blätterteig? Ja, das ist halt so ein Experiment. Also da kann man auch unheimlich viel falsch machen. Mhm. Aber ich finde, es ist irgendwie ganz schön, das den Auszubildenden noch mal näher zu bringen. Weil da muss man also auf verschiedene Touren das Ganze bringen, mit ist Butter im Spiel. Mhm. Und wenn das halt nicht richtig gefaltet oder richtig getourt ist, dann geht er halt nicht... Können wir das, Mario, können wir das mal in der Sendung... Schätzt du, wie viel Türen ein Blätterteig hat? Wie viele Schichten hat ein Blätterteig? Ja, ich habe keine Ahnung. Mhm. Erzähl. Sehr froh. Was schätzt du? Du weißt es. Wie viel schätzt du? 144 Schichten. 144 Schichten? 12. 144 Schichten. Du hast ja Mehl, ein Mehlteig, Butter, Mehl. Das wird ausgerollt, dann wird das zusammengeklappt, entweder doppelt oder sogar dreifach. Das heißt, es potenziert sich immer wieder, immer wieder. Das ist wie das Spiel mit dem ein Häufchen Korn, ein Korn auf das Schachfeld. Der Jesus-Pfennig, die Geschichte.
Das muss halt exakt gearbeitet sein, handwerklich. Ja, man muss den immer wieder dann gleichmäßig ausrollen. Die Butter darf nicht zu warm werden. Also das ist sehr filigrane. Das muss man wirklich ein paar Mal üben, auch um es dann zu beherrschen. Ja, das sind schon so die Ausgabe. Meint ihr, es wäre möglich, mal in dieser Sendung, Mario, mal das zu zeigen, wie Blätterteig gemacht wird? Einfach nur Blätterteig. Da müsst man ins Kühlhaus gehen. Der hat's gelernt. Also der. Johann, kriegen wir hier hin? Nein, es ist hier halt schon sehr heiß. Also ich kann das gerne mal. Also ich mache gerne einen Blätterteig. Ja. Aber dann mache ich sonst nichts. Ja, nein, sonst nichts. Einfach also nur ich Blätterteig. Ich wollte hier gerne mal eine Stunde. Mal zeigen, wie man Blätterteig macht. Ja, oder? Das finde ich spannend. Aber dann machst du wirklich nichts anderes, gell? Das ist aber auch genug für eine Stunde. So schnell habe ich mein Rezept für eine Sendung noch nie abgegeben. Okay, aber das ist ein Wort, ja? Johann? Mehl, Butter und Salz und Wasser. Ja, aber dann schauen wir, was du damit machst. So, jetzt Bewertungen bitte. Wie schmeckt's denn? Grandios. Diese Erdbeere. Das ist halt. Also, klassische Kombination mit der Vanille, Erdbeere. Mir hat besonders gut die ausgebackene Erdbeere gefallen, wo du außenrum den knusprigen Mandel hast, dann die fruchtige Erdbeere und auf einmal kommt dieser durchs Ausbacken warm gewordene Kern der Crème Pâtissière dazu. Okay. Da drin ist weiße Schokolade. Ah. Die Pâtissière ist hier drin. Ach so, das ist nur die weiße Schokolade. Wir haben da sogar noch ein paar von, glaube ich. Gell? Oder hast du alle reingehauen? Nee, zwei Stück. Kann ich gehen, Markus? Dann hättest du was mehr. Wohin? Nach Hause mit der Schüssel. Nee, das weißt du hier. Ist so gut. Johann, wie lecker, ich finde, das ist nicht so ein fettes Eis. Das ist nicht so fett. Ja, das Eis ist nicht so fett. Also, ist wenig Sahne, oder? Ehrlich jetzt. Es ist halb Sahne, halb Milch. Und da brauchen wir jetzt auch nicht um heiß und breit drum reden. Ich habe es vielleicht 2 Minuten zu lang in der Sorbitiere. Nee, aber es ist ein bisschen überfroren. Jetzt mal langsam, was fällt? Ist okay. Milch, 250 Milch, 250 Sahne, 50 Glucose, eine Vanille. Dann 8 Eier mit 150 Gramm Zucker aufgeschlagen. Zur Hose abgezogen und dann habe ich noch 250 Gramm Mascarpone drunter gehoben. Ach, das ist das Magere dabei. Also zum Thema ist so fettig, ne? Ist ja nicht so fettig heute. Nicht so fettig. Großartig. Also, Markus, ich muss sagen, heute musst du uns bezahlen für das gute Essen. Das ist wahr. Das ist wahr. Ich habe Champagner für euch hier. Ist das ein Wort? Ist gut, ja. Einmal Champagner für euch. Ich bin wir holen unsere zwei Küchenschlachtgewinner gerne zu uns nach vorne. Kommt mal nach vorne. Die Kombination gerne nach vorne kommen. Ja, ja. Bei dem Dessert ist es so, da ist jetzt nichts dabei, was du abhebst und sagst, das andere fällt ab. Ja? Sondern das ist einfach in sich stimmig, gell, Johann? Das ist nichts passiert. Macht. Also, passt alles perfekt Charmante zusammen. Mit diesen Erdbeeren, das ist einfach so, wunderbar. So, dann genau, stürmen Sie das Buffet, meine Damen und Herren. Wir haben heute großartig gegessen. Ganz herzlichen Dank dafür. Habt ihr euch verdient? Ja. Zum Wohl. Vielen Dank. Habt euch, Markus, ehrlich gesagt, selten so schwitzen sehen wie heute. Ja. Und ein tolles Publikum. Vielen Dank, ihr wart klasse. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am nächsten Freitag wieder. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Zum Wohl. Das Glas. Ein Glas.